Hallo ihr Lieben, bin ich nicht ein fleißiges Bienchen an diesem Wochenende? Schon das dritte Video, das ich für euch abdrehe, aber ich habe wirklich einiges zu erzählen und das dritte wird heute für euch ein Favoritenvideo für die Monate Juni und Juli, weil ich finde es ein bisschen sehr krass, alle vier Wochen super neue Favoriten irgendwie aufzustellen. Ich habe schon für die zwei Monate ein bisschen gewühlt und musste halt echt so ein bisschen aussortieren zwischen All-Time-Favoriten und zwischen den Produkten, die ich jetzt wirklich in den höchsten Sommermonaten drauf und runter genutzt habe. Es sind aber doch ein paar Sachen zusammengekommen. Es geht auf jeden Fall in Richtung Kosmetik. Also ich habe jetzt keine Mode mit reingebracht oder Bücher oder irgendwas. Es ist halt reine Kosmetik. Und coole Sachen auf jeden Fall dabei. Vielleicht findet ja der ein oder andere von euch noch irgendwas, was ja noch den Rest des Sommers noch nachkaufen möchte. Vielleicht ist ein bisschen was für euch dabei. Und ich starte mit dem, was ich eigentlich ständig getragen habe. Und zwar bin ich diesen Sommer abgegangen auf Neon-Nagellacke. Ich habe mir den ersten geholt auf Mallorca, auf Gut Glück. Der sieht so aus. Es ist ein Neon-Pink. Keine Kamera, keine Filmkamera, keine Handykamera kann die Farbe wiedergeben. Es ist eine ganz extreme Farbe. Hat ganz leicht, und ich meine wirklich ganz leicht, weil ihr wisst, dass ich Glitzerpartikel hasse in Produkten. Es hat einen ganz leichten Schimmer auf den Nägeln. War wirklich für Neon-Nagellack aber sehr, sehr gut pigmentiert. Ich habe schon andere Neon-Nagellacke in den letzten Jahren mal probiert, aber da hast du das echt auf den Nagel gepackt und da kam dann so eine wässrige Suppe raus, wo du ungefähr 20 Schichten machen musst und ein Leben lang mit beschäftigt bist, einen tollen Nagellack da irgendwie auf dem Nagel zu kreieren. Das ist hier aber nicht so, der ist recht gut pigmentiert. Ich habe immer zwei Schichten drauf gehabt und in der Regel hat es auch immer gereicht. Ich glaube aber, dass ich sogar mit einem Überlack, den von Essie, den ich damals in meinem Haul gezeigt habe, dem Good to Go, war das Ganze nochmal ein bisschen glänzender und schöner. Aber es war wirklich ein sehr guter Kauf. Ich habe dafür 2 Euro bezahlt auf Mallorca. Also der ging wirklich sehr, sehr gut die letzten Monate. Dann habe ich einen Nagellack, den habe ich der lieben Helmina abgeschaut. Die hatte das beim Beauty Blockstar Event beim Finale angehabt. An den Füßen. Und das sah so mega klasse aus. Das ist... Kacke, die Kamera gibt es wieder nicht wieder. Es ist ein Neon, Pink, Orange, Rot, so die drei Farben sind zusammengemixt zu einem ganz tollen Farbton. Ich habe davon schon mein Foto auf Instagram gehabt. Ich werde mal versuchen, für die Leute, die mir nicht auf Instagram folgen, das Foto gleich für euch nochmal einzublenden. Jetzt. Mega geiler Lack. Der einzige Nachteil war, dass ich nicht wusste, wie ich an den rankomme erstmal. Also es gab jetzt irgendwie keinen Shop. Ich kenne zumindest keinen Shop, der China Glaze in Deutschland führt. Ich habe den jetzt online bestellt, ich glaube über Amazon. Der hat um die 8 Euro gekostet. Und ein zweiter negativer kleiner Aspekt ist, dass er matt trocknet, wo ich eigentlich nichts gegen habe. Also ich habe auch selber so einen Matt-Finish, den ich teilweise über Nagellacke benutze. Hier fand ich das aber nicht schön, matt trocknend. Das sah ein bisschen aus. Keine Ahnung. Ich fand es nicht so gut. Deswegen ist bei dem für mich ein Muss, nochmal den Good to Go drüber zu machen von Essie, dass der ein glänzendes Finish hat. Und dann ist das eine Bombensache. Also die zwei in Sachen Neon, jetzt sieht man vielleicht auch den Unterschied so ein bisschen. Die waren meine All-Time-Favorites. Nagellacke für den Sommer. Dann habe ich 2, 3 Lippenprodukte, die für mich auch immer wieder in die Tasche gepackt worden sind. Und zwar ist das der, ja eigentlich nichts Neues, der Morange von MAC. Wie der Name schon sagt, ja, es ist ein Orange mit einem guten Roteinstich drin. War eigentlich auch nicht. Es ist schon relativ orangig vom Farbton. Schaut so aus. Der hat einen Amplified Finish, kann das sein? Ist das ein Finish von MAC? Also es ist nicht ganz matt, der glänzt noch ein bisschen. Und hält
meiner Meinung nach mittelmäßig. Also ich habe MAC-Nagellacke, die halten definitiv länger als der. Und beim Morange komme ich auch nicht klar, den ohne Lip Liner aufzutragen. Also ich habe mir dann den entsprechenden, da gibt es auch nur einen. What a Blast heißt der jetzt von MAC. Da gibt es aber auch nur einen bei MAC, der so ein bisschen orangestichig ist bei den Lip Linern. Der musste mit dazu. Also ich habe zuerst nur den Lippenstift gehabt und habe gemerkt, der verschmiert ein bisschen. Und mit dem Lip Liner, das sieht so aus, also es ist wirklich so gut wie identisch die Farbe. Es ist eine super tolle Mischung und ich finde halt Orange auf den Lippen sehr geil im Sommer. War immer wieder ein Artikel, den ich benutzt habe. Dann Naturellement musste etwas her, was nude ist. Das wird, eigentlich ist es wieder so ein Artikel, der ein All-Time-Favorite ist. Normalerweise nutze ich die Nude-Lippenstifte von MAC. Das kommt aber wirklich in einem ganz separaten Video, weil die nutze ich ständig. Das ist definitiv ein All-Time-Favorite. Ich bin aber jetzt über die letzten Monate auf den Geschmack gekommen von diesen neuen Nude-Tönen von L'Oreal. Oder welche Marke war das? Von Maybelline. Die haben diese neue Nude-Kollektion rausgebracht. Und ich habe jetzt davon den hellsten Farbton genommen. Falls ihr wissen wollt, wie das Ganze aussieht, ich habe diesen Artikel auch im letzten Schminktutorial mit benutzt. Dann seht ihr mal den fertigen Look. Es ist ein sehr, sehr, sehr heller Nude-Ton. Und der ist sehr, sehr deckend. Wird man jetzt hier auf der Hand auch nicht so meinen, aber die Handfläche ist ja relativ hell. Ich glaube, ich habe ihn jetzt auch sogar mit drauf gepackt. Ich benutze immer so verschiedene Lippenstifte übereinander. Der war richtig, richtig gut. Wobei, wenn ich den alleine auftrage, sieht es so ein bisschen aus wie ein cremiger Abdeckstift mit einem glänzenden Finish. Also ich finde es ein bisschen zu hell. Und deswegen bin ich in den letzten Monaten auf den Geschmack gekommen von den Astor Soft Sensation Lip Color Butters. Das Geile bei denen ist, ich zeige euch das mal eben. Ne, das ist der helle und den packe ich dann oben drüber. Und das sieht dann so aus, wie ich das jetzt gerade trage, beziehungsweise wie ihr es auch im letzten Schminkvideo seht. Das Geile an dem Lip Butter ist, dass das ein mega geiles Finish hat. Der ist nicht super, super deckend. Also den alleine trage ich nicht so gerne. Ich mische ihn halt lieber über hellere Lacke, über hellere Lippenstifte. Aber das Geile bei dem ist, der ist halt die perfekte Mischung zwischen sticky, also auf den Lippen bleibend, aber nicht pumpig, nicht klebend. Es zieht keine Fäden, es setzt sich nicht in die Falten ab. Es ist halt wirklich so ein Gefühl wie Lippen, also wie Lip. Ich sitze auf dem Schlauch heute. Wie? Oh Gott. Was ist los mit mir? Das ist die Hitze. Wie Labello auf den Lippen. Beziehungsweise Labello ist die Marke, genau wie Tempo Taschentücher sind. Es ist genauso wie ein Lippenpflegebalsam auf den Lippen. So, ich lasse das jetzt sein, weil mehr kann ich dazu nicht sagen, sonst verrenne ich mich da immer weiter in irgendwelche Gesprächslabyrinthe. Dann habe ich noch genutzt jeden Abend von Lush den Bubblegum Lip Scrub. Sieht so aus. Ups. Zucker auf dem Sofa, nichts Neues. Ich finde es sehr angenehm. Ich finde auch, bevor ich da jetzt Abend für Abend, ich peele ja sonst meine Lippen mit der Zahnbürste, habe gedacht, okay, das kann jetzt keine endgültige Lösung sein, da ständig mit der Zahnbürste drüber zu gehen. Deswegen habe ich mir dann, eigentlich ist das eine witzige Geschichte, den Bubblegum Lip Scrub habe ich mir nur geholt, weil ich kein Wechselgeld hatte für ein Parkhaus und gegenüber war ein Lush und ich bin das erste Mal durch einen Lush gestöbert und habe mir den dann mitgenommen, um einfach wieder Kleingeld zu haben fürs Parkhaus. Aber ich bin wirklich dran hängen geblieben und ich finde das Produkt sehr, sehr gut. Es hat ein bisschen, es hat wirklich keine chemischen Zusätze, was ja glaube ich ganz bekannt ist für Lush. Es ist wirklich nur Rohrzucker drin und ein bisschen Jojobaöl. Ich glaube auch, dass wenn ihr die 10 Euro nicht ausgeben wollt, es ist auch eine super Alternative, da irgendwie mit ein bisschen Honig und Zucker an die Lippen zu gehen, weil es ist halt Zucker drin. Es hält recht lang, es ist super, super ergiebig, man braucht nicht viel von und es hinterlässt wirklich ja, ein angenehmes Gefühl, dass die ganzen alten Hautschübchen ab sind. Dann nochmal eine dicke Schicht hier von meinem
All-Time-Favorite, immer Bliss-Decks drauf über Nacht. Und es repariert wirklich die Lippen beides sehr, sehr gut. Immer, immer gerne. Dann habe ich noch ein Produkt von MAC, was ich so ein bisschen vernachlässigt hatte über ein paar Monate. Und seit dem Sommer, beziehungsweise wie gesagt die letzten zwei Monate, habe ich es wieder so ein bisschen öfter benutzt und habe es wieder so für mich entdeckt. Das ist dieses Finishing Spray von MAC, was man im Prinzip vor dem Make-up auftragen kann, aber auch nach dem Make-up. Ich finde es sehr angenehm, weil es mir auch nochmal so einen frischen Kick gibt, nach dem Make-up mir irgendwie nochmal ein bisschen Wasser ins Gesicht zu sprühen. Es hat aber wirklich den Effekt, dass wenn eure Haut mal nicht so den Make-up-Tag hat, was ja schon mal immer wieder vorkommt, dass das Make-up nicht so gut sitzt oder ihr denkt, ne, heute irgendwie nicht, dann bewirkt das MAC, dass sich quasi das Make-up besser auf der Haut absetzt. Ich glaube, die Frau bei Douglas bzw. in dem MAC-Store hat noch gemeint, es wirkt irgendwie so ein Weichzeichner. Ich empfinde das jetzt nicht so, aber irgendwie gibt es einen schönen Effekt und ich glaube auch, dass das Make-up gerade an so heißen sommerlichen Tagen, wo man doch schon ein bisschen schwitzt im Gesicht, besser hält mit dem Finishing Spray. Ist auch, glaube ich, für ein MAC-Produkt gar nicht mal so teuer. Ich glaube, es lag jetzt bei 17 Euro ungefähr, also es geht. Dann habe ich mir etwas geholt. Ich muss gucken, ob ich das überhaupt von diesem Tisch runterkriege, weil es so groß ist. Und zwar ist es nochmal ein Produkt, was ich mir im Mai noch bei TK Maxx gekauft habe. Ich habe dieses Produkt auch schon in klein gehabt. Es ist immer sehr, sehr, sehr teuer gewesen, weil es ein Friseurprodukt ist. Bei TK Maxx habe ich es für einen Spottpreis bekommen im Vergleich zu dieser Flasche. Das ist nämlich so groß. Sagen wir so groß wie mein Gesicht ungefähr. Das ist das Bonacure von Schwarzkopf, das Hair Therapy Shampoo. Da ist 1,25 Liter drin. Ich habe noch das alte, ich habe das jetzt abgefriemelt, das Preisetikett. Normalerweise liegt so eine Flasche im Friseurbedarf bei über 60 Euro. Ich habe jetzt bei TK Maxx 17 Euro dafür bezahlt. Es lohnt, Leute. Das Shampoo ist erstens mal richtig, richtig gut. Wie gesagt, ich hatte vorher schon Erfahrungen damit gehabt. Es ist eins der Shampoos, was meinen Haaren nicht auf den Sack geht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich habe das ganz oft, wenn ich ein Shampoo irgendwie länger als 4-5 Wochen benutze, dann wird das so, dann haben meine Haare da irgendwie keine Lust mehr drauf oder sind zu sehr aufgefüllt mit diesem Produkt. Ich weiß es nicht. Das habe ich bei diesem Hair Therapy Shampoo jetzt nie gehabt. Wie gesagt, ich benutze es, glaube ich, seit Juni eigentlich täglich, beziehungsweise wenn ich mir die Haare wasche, jeden zweiten Tag. Und ja, es repariert die Haare. Ich meine, es gibt weniger Haarbruch damit bei mir. Ich vertrage es sehr gut. Es ist nicht schwer. Weiß ich gar nicht. War mir jetzt... Ist okay. Was mir halt wichtig war, war die Preis-Leistung bei dem Produkt. Bevor ich mir da wieder beim Friseur irgendwie so eine kleine Pulle für 20 Euro hole, dann lieber für 17 Euro das große. Ich kann noch nicht versichern, ob es die immer gibt bei TK Maxx. Wie gesagt, das Sortiment wechselt immer so ein bisschen. Es ist auch aus der Home-Abteilung gewesen. Und schaut einfach mal. Vielleicht gibt es ja da auch ein paar Produkte, die euch entsprechen. Und ja, reinschauen lohnt sich immer wieder. Dann in Sachen Haare habe ich noch ein Trockenshampoo für mich entdeckt, das auch schon ein bisschen länger. Da ich jetzt aber seit einigen Monaten wirklich nur noch jeden zweiten bis dritten Tag die Haare wasche, alles andere würde meine Haare killen, benutze ich eigentlich sofort am zweiten Tag ein Frotti-Shampoo beziehungsweise ein Trockenshampoo von Swiss Opal Frotté. Junge, Junge, Junge. Mega. Ist super. Zum einen gibt es dem Haar wirklich mehr Griffigkeit. Zum anderen mag ich es sehr gerne. Das mögen die brunetten Damen unter euch wahrscheinlich nicht. Also es hinterlässt schon beim Aufsprühen so einen ganz leicht silbrigen Film auf den Haaren. Den kann man halt so natürlich wieder ein bisschen ausbürsten, ganz klar. Aber ich finde den Effekt auf blondem Haar sehr geil, muss ich sagen. Also ich mag das total gerne, vor allem wenn man so ein bisschen Ansatz hat. Liebe ich es, wenn das so ein bisschen silbrig schimmert auf dem Haar. Es gibt halt dem Blond nochmal einen sehr, sehr coolen, sehr, sehr kühlen Ton. Ja, es nimmt halt wirklich so ein bisschen das Fett weg von der Kopfhaut. Also die Haare sehen
frischer aus. Normalerweise könnte ich mir, oder ich trage am zweiten Tag meine Haare nicht mehr offen. Mit dem Frotti-Shampoo ging das. Gerade noch, wo ich die Haare länger hatte, war das wirklich machbar. Ich habe noch ein bisschen unten in den Spitzen gearbeitet mit einem Glätteisen oder so. Und am Ansatz war das Trockenshampoo drin und es war perfekt. Also 2 bis 3 Tage sind damit auf jeden Fall möglich. Dann habe ich noch ein Produkt. Lalala. Die Leute, die jetzt die letzten Videos von mir gesehen haben, werden sagen, boah, geh mir nicht auf den Sack mit diesem Produkt. Aber ich mag's und ich habe es jetzt jeden zweiten, dritten Tag benutzt in den letzten 2 Monaten. Funzt. Ich habe keine Flecken, ich habe nichts. Der Bronzer von Saint-Tropez ist ein Traum, meiner Meinung nach. Es ist super, super. Also ich habe nach, ja, was heißt die letzten 2 Monate? Ich habe es jetzt 1 Monat lang ungefähr genutzt. Aber ich habe das Gefühl, die Pulle ist noch komplett voll. Es ist ein Pumpspender, da kommt ein Schaum raus. Es ist super ergiebig, es gibt mir eine schöne Bräune, wenn man das so ein bisschen erkennen kann. Ganz, ganz toll. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Mein Handschuh sieht auch dementsprechend schon aus. Ich müsste den demnächst mal waschen. Ja, mega Produkt. Wenn ihr da ein bisschen mehr zu erfahren wollt, schaut euch mal die Shopping-Videos bzw. Favoriten-Videos an von den letzten Monaten. Der Saint-Tropez Bronzer kam immer wieder vor und vielleicht bringe ich es sogar in meine All-Time-Favorites, diesen Artikel mit reinzupacken, so sehr es euch nervt. That's it. Das sind so die Produkte, die ich im Sommer bzw. Juni, Juli täglich oder jeden zweiten Tag rauf und runter benutzt habe. Wie gesagt, vielleicht war das ein oder andere für euch dabei, wo ihr nach suchen und stöbern wollt. Ich werde euch alle Produkte, die ich nutze, in die Infobox schreiben. Und ansonsten raschelt jetzt auch mit Videos für dieses Wochenende. Ich gehe jetzt essen und wünsche euch noch natürlich einen wunderschönen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!